Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Secret of the Magic Crystals. Ich habe das Spiel schon ein paar Stunden mal gespielt, ich habe es aber glaube ich noch nie aufgenommen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel und starten gleich hier mit der krassen Story. Ein besonderer Meteorit schlug vor langer Zeit in die Erdatmosphäre ein. Der Meteorit zersprang in Stücke und seine Kristalle gingen verloren. Unser Großvater hat zwei dieser Kristalle gefunden und eine besondere Wirkung auf Pferde gemerkt. Diese Kristalle geben Pferde besondere Fähigkeiten, sagte er, aber niemand glaubte ihm. Die Gelehrten lachten ihn aus und verstießen ihn. Er gab uns zwei Kristalle in der Hoffnung, dass wir seine Träume wahr machen könnten. Better Love Story than Twilight. So ja, in Secret of the Magic Crystal, wir können ja erstmal so ein Ding erst einsammeln, geht es darum, dass man eine Pferde-Ranch hat und tolle Sachen macht. Und wie ihr eben schon in der Story gesehen habt, es gibt diese Magic Crystals und die sind ganz toll für die Pferde, weil sie ihnen besondere Fähigkeiten geben. Und ich glaube, wir gehen einfach mal in den Stall rein und gucken, was wir denn so für ein Pferd haben. Da, unser Fohlen. Und das heißt natürlich Rannik. Unser kleines Fohlen heißt Rannik. Wie geht's dir denn, kleines Fohlen? Los, steh mal auf. Oh, süß. Guck mal, diese kleinen Härchen hier und so. Alles noch so voll fällig und überhaupt. Wieso ist er jetzt so klein? Ah, hier. In 15 Sekunden ist er groß. Dann warten wir kurz. Schwupp! Und schon ist Rannik erwachsen geworden. Mann, das ging schnell. Oh, guck mal, wir haben gleich ein Einhorn bekommen. Ja! Ein süßes kleines Einhorn und das ist richtig glücklich. Was hast du denn so für Werte? Stärke 5? Fähigkeit 0. Das ist aber nicht gut, Rannik. Ich glaube, wir müssen trainieren gehen. Komm, Rannik, wir gehen trainieren. Aber erstmal schauen wir, was im Shop ist. Eine Feder können wir dir ansetzen. Ja, doch, ich glaube, das passt zu Rannik. Hier so eine blaue Feder für Rannik. Hier, ein fancy Sattel bekommst du natürlich auch. Green Leaves. Klar, nimm das einfach alles. Nur das Beste für Rannik. Die Rose muss natürlich auch blau, damit das zu seinem Kopfschmuck passt. Und an den Augen kriegt er noch Round Glasses. Die sind rot, damit er zu seinem Sattel passt. So, ich glaube, das finde ich so ganz gut. Gut, Rannik, dann bist du ja gut ausgerüstet. Und so kannst du dich doch auf jeden Fall im Gehege sehen lassen. So, genau, im Gehege kann man nämlich... Rannik. Stolziert der Rannik ins Gehege. Im Gehege kann man trainieren. Und zwar verschiedene Sachen. Das hier ist, glaube ich, für Fertigkeit und so. Da muss er halt rüber duddeln. Das ist wie, wenn Menschen durch diese Leitern durchdribbeln. Das hier ist Stärke. Da muss er die Steine hinter sich herziehen. Das ist so ein Parcours, wo er rüberspringen muss. Und was der Baum ist, ich glaube, da muss man auch rüberspringen. Keine Ahnung. Ich habe für mich rausgefunden, dass es wohl am besten ist, wenn man einfach dreimal den Hindernislauf macht. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich zeige euch das, Leute. Das ist richtig cool. So, also Rannik, wir sind ready. Und in diesem Minispiel geht es darum, über die Hindernisdinger dazu kommen. Und deswegen muss man im richtigen Moment die Pfeile drücken auf der Tastatur, Leute. Das macht richtig Spaß, vor allem mit dieser geilen Musik. Ah, oben drücken. Okay, das war knapp. Wir müssen auch darauf achten, wie Rannik sich hier schlägt. Denn ein gutes Pferd springt natürlich nur so hoch, wie es muss. Also Rannik, wenn du dich zu doll anstrengst oder hier irgendwas falsch machst, dann wirst du sofort verkauft. Beziehungsweise zu Langnese halt, nicht Langnese, zu seiner Lasagne verarbeitet. Also Rannik, streng dich lieber an. Ich meine, ich habe dich so schön ausgerüstet, ja? Du musst jetzt hier gut sein. Okay, bisher alles perfekt. Ich glaube, Rannik ist ein sehr gutes Pferd. Sieht auf jeden Fall so aus. Rannik, du bist ja Naturtalent. Geil, ey, das liegt bestimmt an der neuen Brille, die ich dir gekauft habe. Ich kann es bestimmt richtig gut sehen. Ja, also das ist der Hindernislauf. Ihr seht schon, das ist Spannung pur. Also ich habe auf jeden Fall ultra Spaß da dran. Okay, rechts, komm, bitte. Ja, er hat es geschafft. Oh, wie geil, Mann. Ist das gut. Und da oben, komm, bitte, schaff es. Ja, Alter, wir sind so gut. Rannik, du bist der Beste. Oh mein Gott, schafft er etwa die 100%? Alter, wenn er gleich ein A bekommt, dann flippe ich aber aus. War das das Letzte? Ich glaube schon. Alter, hat mir immer perfekt. Jo, jetzt bin ich gespannt. Rannik. 100% gleich nah beim ersten Training. Yo, perfektes Pferd. Ist ja unbelievable. Rannik, du bist ja der Allerkrasseste. Gut, das Training hat ihn jetzt aber hier ein bisschen Stamina. Ich glaube, das rechte ist Stamina. Nee, das rechte ist, glaube ich, Wasser. Schauen wir uns das auch einfach mal an. Das hat ihn auf jeden Fall hier Wasser oder Stamina gekostet. Eins von beiden, also Ausdauer und das andere. Wir gehen aber kurz in den Stall. Denn man kann das wieder hochmachen, indem man ihn essen lässt. Hier, Rannik. Iss doch bitte mal.
So, jetzt bin ich mal gespannt, was hochgeht. Okay, das rechte ist Essen. Und das linke ist dann, glaube ich, die Sauberkeit. Und da können wir hier einfach so einen, keine Ahnung, wie die heißen, Fellputzer nehmen und ihn sauber machen. So, hier, Ranek, für dich. Ja, das magst du, ne? Ihr müsst wissen, wenn Pferde so ausschlagen mit den Füßen, das heißt, sie mögen sehr gerne, was ihr gerade tut. Wenn sie euch dann damit auch noch anvisieren, dann wollen sie euch nur drücken. Natürlich kommen genau in dem Moment meine Großeltern hier rein, wenn ich hier so rumschreie. Ich fasse es nicht. Das war peinlich. Na gut, Ranek, du bist jetzt wieder sauber. Das heißt, ich werde dich noch mal ein bisschen trainieren und dann werden wir gleich unser allererstes Rennen mit ihm machen. Das wird richtig geil, Leute. Ranek hat frisch gegessen, ist super sauber und er sollte jetzt richtig gut vorbereitet sein für sein allererstes Rennen. Und wir schauen jetzt einfach mal am Tor, ob sich diese 10 Minuten Training auch wirklich gelohnt haben. Und zwar kann man hier hinten an dem Briefkasten, hallo Pferd, Ranek, lass mich da hin, kann man Mission annehmen. Einmal, dass er einfach hier Flug ziehen soll, das ist aber nichts für mich. Nee, das machen wir ja alles nicht. Wir wollen am Rennen teilnehmen. Was ist denn hier eigentlich? Galopp? Ah, das lokale Pokalturnier für die schnellsten Pferde. Ja, da machen wir, ja, das finde ich gut. Galopp ist Ranek bestimmt richtig geil. Los, Ranek. Auf zum Galopp. Sie kommen aus dem Rhythmus dieser müden Blahn nicht heraus. Ranek überholt Johann. Ja, Ranek, du bist der Beste. Ranek ist gefährlich weit auf der Innenseite. Ranek ist auf dem ersten Platz. Oh mein Gott, ist das alles knapp hier. Ranek überholt Caitlin und übernimmt die Führung. Er war doch eben schon Erster. Sie laufen weiter auf der Gegengerade. Ranek überholt Chef. Wie kann denn Ranek alle überholen, wenn er schon Erster ist? Er ist schon wieder überholt. Alles klar. Go, dieser Rhythmus dieser müden... Okay, das sind immer dieselben Texte. Okay, ich glaube aber, Ranek ist ganz gut dabei. Ranek ist schon wieder auf dem ersten Platz. Okay. Ja, Ranek, du schaffst das. Du bist der Allerbeste. Ja, und kommt langsam wieder in Führung. Ah. Ranek überholt Gaze. Okay, sehr gut, Ranek. Du bist der Beste. Du schaffst das schon. Okay, Ranek, komm wieder her. Wenn du nicht erster Platz geworden bist, dann bist du für nichts zu gebrauchen. Ich verkaufe dich, wenn du nicht erster geworden bist. Ohne Witz, wenn er in 30 Sekunden nicht erster ist, dann ist er wirklich nur noch für eine Lasagne gut oder als Drohmittel, um seinen Kopf bei den Dinkelbergs ins Bett zu legen. Eine andere Verwendung weiß ich nicht. So, bringst du Schande nach Hause oder bist du cool drauf? 50 Gold nur? Das ist aber wenig. Ranek, was hast du gemacht? Hast du jetzt gewonnen oder nicht? Ich bin mir nicht so sicher. Hallo, Ranek. Ranek, hast du gewonnen? Das Schöne ist, man kann im Stall sehen, ob er gewonnen hat oder nicht, weil wenn er gewonnen hat, oh, dann ist hier oben eine Trophäe. Ranek, du hast gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du darfst weiterleben. Gut, dann schauen wir doch einfach mal beim Schmied vorbei. So, in der Schmiede kann man nämlich ganz tolle Sachen schmieden, wie zum Beispiel neue Hufeisen kann man sich besorgen. Und die machen dann dein Pferd schneller. Nee, will ich ehrlich gesagt nicht, weil Ranek ist noch nicht so toll. Aber hier, ihr seht auch, Ranek liebt uns. Das heißt, Ranek ist jetzt volljährig und ist empfangsbereit. So, und alles, was wir machen müssen, ist meines Wissens, dass wir den Stall verbessern. Ja, wir verbessern einfach mal den Stall. Und jetzt ist der Stall nämlich besser. Sieht man ja, sieht gleich ganz anders aus als vorher. Ja. Und jetzt haben wir da, glaube ich, Platz für zwei Pferde. Hier steht auf jeden Fall eine 1. Wie komme ich zum zweiten Pferd? Ranek, mach Liebe mit irgendwem. Ranek! Ranek, mach Liebe jetzt. Wie funktioniert das? Oh, guck mal, man kann ihn auch noch hier Flower Leaves an... Och, damit wäre er doch noch viel schneller gewesen. Ach, Ranek. Wie komme ich denn jetzt zu Pferd 2? Ich glaube, wir müssen in den Stall gehen. Ranek dann auf 100% hier bringen. Also er ist gerade noch ein bisschen dreckig. Er will natürlich nicht dreckig mit seiner Liebe des Lebens und so. Hier haben wir schon unseren Distelzweig und jetzt mach Liebe, los. Ranek, mach Liebe, hallo. Ranek, ich will, dass du Liebe machst. Ich wusste aber, wie das geht, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Na gut, stellen wir einfach mal Sachen her, denn Craften geht in diesem Spiel auch. Hier, man kann 3 Gewürze zusammenfügen und dann kommt irgendwas Lilanes raus. Du hast eine falsche Kombination zubereitet. Geil, dann hier, dann die Sachen. Und es wird wieder nix. Geil. Hallo? Dann die letzten? Hier, Kamille ist immer gut. Aus Kamille kann... Hallo?
Kann doch nur was Gutes werden. Das ist ja jetzt Quatsch. Ah, man braucht den Brunnen? Wieso braucht man einen Brunnen für ein scheiß Pferd? Okay, wir upgraden den Brunnen. Und jetzt können wir uns anscheinend ein zweites Pferd holen. Warum auch immer ich einen Brunnen dafür brauche. Holy shit. Ah, hier. Wie viel kostet denn so ein zweites Pferd? Auch für Fohlen. Finde ich gut. Wir holen uns Also so ein Einhorn müsste sich ja eigentlich mit einem Pegasus verbinden, oder? Haben Pegasi nicht auch einen Einhorn? Was sind denn das dann? Keine Ahnung. Oder halt mit so einem Fire Steed. Komm, wir holen uns so einen Fire... Oh, der ist so teuer. Die kosten ja alle viel zu viel. Wir haben doch keine 400 leisten. Oh mein Gott, okay, Moment. Loranek, tu mal was für dein liebes Leben. Hier, Gewicht heben, go, go. Sei gefälligst der Stärkste von allen. Das Feld ist unglaublich hart. Loranek ist jetzt auf dem ersten Platz. Komm schon, Loranek, zieh fester. Genau. Ja, abgeschnittener Text ist auch richtig gut. Die anderen haben bessere Ergebnisse. Was, Loranek? Loranek, du wirst nicht langsamer. Hallo, Loranek. Oh, Loranek ist wieder Erster? Das wird ja richtig knapp, das ist der Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Eine Wahnsinnsleistung von Loranek. Loranek muss am Schluss die Zähne zusammenbeißen, aber wird Loranek Erster? Wehe, du bringst Schande nach Hause, dann kann ich dich leider nicht mit dem anderen Fohlen Liebe machen lassen. Da ist er ja wieder. Er hat den Sieg geholt. Ja, GG. GG, Loranek, GG. Ich glaube, das langt immer noch nicht mit dem Geld her, ne? Das bringt nur 50 Gold, der Scheiß, ohne Witz. Verdient mal mehr Geld, Loranek. Dann los bei dir. Ja, genau. Jetzt hast du noch den Mumm hier krank nach Hause zu kommen, oder was? Oh, Loranek, ey, was soll ich nur mit dir machen? Was soll nur aus dir werden, Loranek? Oh, jetzt muss ich wegen dem in die Scheune und ihn heil pflegen. Ich fass es nicht. Das kostet Geld, Loranek. Nee, du kriegst keine Heilung. Nee. Wie teuer soll das denn sein, hä? 100 Gold für blöde Medizin. Nee, Loranek. Das verdienst du dir schön selber, dass du dich heilen darfst. Aber eins muss man dir lassen, Loranek. Du gehst trotz Krankheit immer wieder arbeiten, ohne zu mosern. Das ist sehr löblich. Oh, ein Geschenk. Die Menschen, denen du geholfen hast, haben 500 Goldmünzen gesammelt, um dir ihren Dank zu erweisen. Ja, Loranek hat den bestimmt nicht Mitleid erregt, ne, Loranek? Hast du ihnen erzählt, dass du krank bist und ich dich nicht pflege? Ja, so siehst du auch aus. Kleine Petze. Können wir uns ja jetzt endlich mal ein neues Fohlen kaufen? Wir holen uns natürlich hier die Feuerstute. Ja, ich hätte gerne ein Pferd für meine Frau. Oh, tut mir leid, Tauschgeschäfte machen wir nicht. Ein schönes Höllenross ist immer schön, will man einfach haben, möchte ich meinen. Das nennen wir natürlich Kloxen. Guck mal, wie süß es ist. Kloxen ist richtig süß. Oh, guck mal, wie süß Kloxen ist. Okay, ich hoffe, das sind jetzt zwei Geschlechter. Das wäre auf jeden Fall gut. Und du liebst mich nicht? Wieso liebst du mich nicht? Hier, ich pflege dich und gib dir Essen und du liebst mich nicht? Ist das dein Ernst, Loranek? Ich tue so viel für dich, ich habe dich eingekleidet, du darfst unter meinem Dach leben und trotzdem lässt du den Kopf hängen? Ist doch nicht dein Ernst. Jo, er liebt mich nicht mehr. Gut, da hast du aber richtig viel Glück gehabt, Loranek, dass du so viel Mitleid erregt hast, dass wir uns Geld geschenkt haben. Da hast du gerade nochmal Glück gehabt, aber gut, hier, die Medizin ist für dich. Werde gesund, Loranek. Hallo? Hier, ist Loranek. Siehste, da liebt er uns wieder. So, wie sieht's mit Kloxen aus? Ist Kloxen inzwischen ein großes... Oh, stattliches Feuerross ist er geworden. Geil. Den kleiden wir natürlich auch ein. Hier, nur das Beste für Kloxen. Ich habe immer noch nicht mehr freigeschalten. Okay, Kloxen sieht so schon ganz cool aus. Das passt schon. So, Kloxen sieht so aus, als wenn er sehr viele Muskeln hätte. Deswegen kann er hier mal das Schlittenrennen machen, um noch mehr Muskeln aufzubauen. Ich bin sehr gespannt, wie gut Kloxen damit klarkommt. Ist jetzt nicht so schnell, muss man sagen. Kloxen, du bist ganz schön schwach auf den Rippen. Dabei lebst du doch schon eine Minute. Alter Schwede, und nur drei dieser Steine? Willst du mich flachsen? Kloxen, da musst du aber ein paar mehr Muskeln noch aufbauen. So geht das nicht. Gut, Kloxen. Für deine erste Trainingsstunde hast du dich ganz okay geschlagen. Ich muss sagen, Loranek hat mich mehr überzeugt als du. Gutes Aussehen, aber nichts dahinter, hä? Also auch eher der Läufertyp, hä? Naja, passt dazu zu Loranek, weil gleich und gleich gesellt sich gern, nicht wahr? So, dann schauen wir doch mal, ob du vielleicht im Laufen ein bisschen besser bist. Was war denn das jetzt eigentlich? Einfach nur Laufen, naja. Ah ja, Galopp und Ungalopp. Okay, ja, das sieht sehr elegant aus, wie du das machst. Kloxen finde ich sehr gut. Ein bisschen schneller wäre schön und nicht hier so rumtraben. Lauf doch mal ein bisschen schneller. Ist Traben überhaupt das richtige Wort? Ich habe keine Ahnung. Ist das hier Traben? Ist das Galopp? Nee, Galopp ist schnell, ne? Oh,
ja, Pferdefuß. Pferdefuß und Normalgangfuß. Da. Ja, und da fragte mich Hildegard doch tatsächlich, ob mein Pferd rauchen würde. Und ich dann natürlich so, nein, wieso? Und sie dann so, dann brennt ihr Stall wohl. Und ich dann nur so, ach nein, das ist doch nur mein Höllenrost Kloxen. Und dann haben wir beide herzlich gelacht und alles war toll. Oh, schön. Also Kloxen mag uns, ist jetzt super trainiert, ist bereit, Liebe zu machen. Und ich würde sagen, ist denn Rannik auch bereit, Liebe zu machen? Rannik ist auch bereit, Liebe zu machen. Alles klar. Seid ihr bereit, Leute? Liebe mit Rannik. Du brauchst einen leeren Verschlag für dein neues Fohlen. Oh nein, gleich beim ersten Mal wollt ihr ein neues Fohlen machen. Ist ja mega krass. Okay, Moment. Dieses scheiß Upgrade kostet 900 Gold. Oh Mann. Ach, Rannik hat alles gewonnen, ja? Dein Pferd hat alle Rennen des ersten Levels gewonnen und ist ein Rennpferd erster Klasse geworden. 200 Gold hat uns Rannik wieder eingebracht. Sehr gut, Rannik. Langt das? Das langt nicht. Rannik, wieso bringst du nur so wenig Geld nach Hause? Wie viel bringt Kloxen nach Hause, hä? Guck mal, Kloxen bringt 50 Gold nach Hause. Da brauchst du gar nicht so zu gucken, Rannik. 50 ist auf jeden Fall mehr als 200. Ach, wer kommt denn da wieder krank nach Hause? Komm schon, du kannst doch jetzt nicht krank werden. Nimm dir mal ein Beispiel an Kloxen, der wird doch auch nicht krank. Jetzt müssen wir den wieder gesund pflegen hier. 100 Gold kostet das jedes Mal. Da fühlt sich der Rannik ganz toll, dass er hier die ganzen Trophäen hat, ne? Ja, 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 da kann man ruhig mal ausscheren. Geschmutztes Pferd, ey, jetzt werd endlich sauber, what the hell? So, okay, Rannik ist bereit zu lieben. Wie sieht's aus mit Kloxen? Hallo, Kloxen, dir geht's gut? Guck mal, Kloxen wird nämlich nicht krank. Hat auch schon 4 Trophäen, braucht nur noch eine, dann hat er auch alle. Sind sich also ziemlich ebenbürtig, die beiden, Rannik und Kloxen. Aber ich mag Kloxen trotzdem mehr. Auch sehr dreckig. Oh mein Gott, dauert das lang. So, beide sind empfangsbereit. Heißt, wir brauchen nur noch eine Verbesserung. Auf dem Brunnen, ne? Oh, das kostet nur 300. No! Ach, ich bin so behindert. Okay, so. Verbessert. Ab in den Stall. Ich hätte gar nicht so viel Gold haben müssen. Okay, hier, Kloxen und Rannik. Go, go, macht ein kleines Fohlen. Keine Sorge, YouTube, man sieht das nicht. Guck mal hier, es ist ein ganz normales Pferd geworden. Das ist ja super langweilig. Okay, wer ist super langweilig? Natürlich der Lenz. Ist das ein ganz normales Pferd geworden? Wir werden es gleich sehen. Vielleicht ist es ein Pegasus. Aber haben Pegasi nicht von Anfang an schon Flügel oder so? Aber als Fohlen sehen die sowieso alle gleich aus. Das ist ein Einhorn geworden. Ach so. Dann sind ja eher die Rannik-Gene durchgekommen, ja? Die Rannik-Gene. Hä, hat Lenz ein größeres Horn als Rannik? Warte mal. Ist gleich groß. Okay. Wollte ich schon sagen. So, was sind denn deine Statistiken, Lenz? Sieht ganz gut aus. Level 2... Aber ich kann doch nicht noch ein Einhorn gebrauchen. Was will ich denn mit einem zweiten Einhorn? Weiß ich nicht. Der muss ich erstmal unter Beweis stellen. Aber ich würde sagen, mit dieser tollen Love Story von Kloxen und Rannik, dem Pegasus, dem Einhorn und dem Höllenross, würde ich sagen, was das mit dieser Folge. Ja, man kann auch, wie gesagt, hier noch craften und so. Warte, das können wir eigentlich mal machen. Wir haben ja das Geld, nicht wahr? Hat der Kloxen gut alles Geld geholt. Hier, ja, ich will dieses Ding haben. Dafür braucht man dieses Zeug, aha. Und dann kann man nämlich hier in die Schmiede gehen. So, warte, was braucht man dafür? Den Anus, roter Stein und Cäsius. Anus, roter Stein, Cäsius. Und dann kann man hier in die Schmiede gehen. Und dann wählt man aus Anus, roter Stein und Cäsius. Oh, muss ich... Oh, ich muss... Oh, links! Oh mein Gott! Da habe ich nicht mit gerechnet, dass hier auch sowas ist. Holy shit! Okay, ich bin natürlich der beste Schmied aller Zeiten, deswegen bin ich da Profi drin. Und ich habe jetzt schon keine 100%. Scheiße. Nein, nur 80, ein B! Nein! Ich bin halt hauptberuflich tatsächlich Pferdeschläger oder so, keine Ahnung. So, hier, wir haben irgendwas gefunden. Wir haben... Nee, hallo, Lenz? Nein? Das ist nicht für dich. Was machst du hier? Kloxen? Kloxen, komm mal her. Ach, guck mal. Kloxen ist jetzt verheiratet mit Rannik. Das finde ich sehr schön. Hier, ich habe neue Hufeisen für dich. Bitteschön. Die sind für dich. Willst du sie nicht haben? Kloxen, nimm diese Hufeisen. Wieso geht das nicht? Kloxen, Hufeisen. Okay. Dear Lenz, Hufeisen.
Wieso geht das nicht? Ich habe die extra gecraftet und jetzt will die keiner haben. Solche undankbaren Pferde hier. Jetzt ist, das ist... What the hell? Gut, aber dann war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.